Hi Filmfans, heute präsentiere ich euch das Hitche Remake. Ja, in dem Film geht es um ein junges Pärchen, das gerade Semesterferien hat und deswegen einen Ausflug zu ein paar Freunden unternehmen will. Das wollen sie eigentlich direkt über den Highway erledigen, fahren auch gleich los, aber spät in der Nacht treffen sie auf einen Anhalter, der natürlich mitgenommen werden will. Erstmal sind sie skeptisch, weil man nimmt natürlich solche Leute nicht mit, gerade spät in der Nacht und es ist auch gerade ziemlich regnerisch. Aber trotzdem scheint der Typ ziemlich nett zu sein, ist so ein Typ wie du und ich. Dann nehmen sie ihn halt mit, was ihr euch sicher denken könnt, das ist ein großer Fehler. Später entpuppt sich dieser Typ als ein Serienkiller heraus. Ja, wie ich anfangs gesagt habe, review ich ja heute nur das Remake von Hitcher. Und bei solchen Filmen, also Remakes, stellt sich ja sofort die Frage, ob es eigentlich eine Neuauflage bedarf. Und bei diesem Film muss ich ganz klar sagen, nö, weil das Original von 1986 ist eigentlich immer noch zeitgemäß und einfach ein perfekter Psycho-Horror-Film. Hitcher, der Highway-Killer, ist einfach unglaublich gut und der Killer ist unglaublich gut. Der wurde ja von Rutger Hauer verkörpert und das ist wirklich großartig, was er abgeliefert hat, was für ein Killer er darstellt. Diesen Killer werdet ihr nicht vergessen. Es ist einfach großartig und ich empfehle euch diesen Film, schaut ihn euch an, also das Original ist perfekt und deswegen bedarf es eigentlich kein Remake. Gerade weil dieses Remake hier von Michael Bay produziert wurde und Michael Bay produzierte Remakes sind eigentlich immer ein Anzeichen dafür, dass diese Neuauflagen beschissen sind. Wie zum Beispiel das Texas Chainsaw Massacre Remake oder das Freitag der 13. Remake sind einfach nur zwei beschissene Filme, die sich keiner antun sollte. Aber ich muss sagen, dieser Film hier, dieses Remake, Hitcher Remake, ist doch ganz gut, also es hat mir wirklich gefallen, weil das Original halt ein paar Schwächen hat, wie zum Beispiel Überlänge. An manchen Stellen finde ich das Original doch ziemlich langweilig und langatmig und es wurde hier ausgemerzt und das fand ich gerade so gut. Natürlich ruht die Last des Filmes auf dem Killer, der Killer muss unglaublich gut sein, sonst funktioniert dieser Film überhaupt nicht, weil das ist eigentlich eine typische Story, Killer verfolgt Teens und diese Killer müssen unglaublich gut sein. Rutger Hauer hat im Original eine perfekte Darstellung abgeliefert, also dieser Killer ist unglaublich gut und ich muss sagen, hier wurde der Killer auch sehr gut ausgewählt, nämlich Sean Bean spielt den Killer und Sean Bean dürftet ihr kennen aus Herr der Ringe, da spielt er den Boromir, einfach ein großartiger Darsteller, den ich liebe eigentlich. Schade, dass er eigentlich nicht in so vielen Filmen mitspielt, ist eher eigentlich so ein Nebendarsteller und hat jetzt nicht die großen Rollen, aber hier darf er richtig loslegen und das fand ich richtig gut. Also es ist nicht der Killer, der viel redet, ist eigentlich so ein unheimlicher Killer, über den man nicht viel erfährt und das fand ich gerade so gut, weil er ist erstmal so ein freundlicher Typ und dann der Wechsel, ziemlich krass, ziemlich brutal, dann kommt die brutale Gangart in den Film rein und das ist wirklich sehr gut. Also da werdet ihr schon manches sehen können, ziemlich actiongeladen auch das Ganze, natürlich Michael Bay produziert, ist ja auf dem Highway, da fliegen die Autos, explodieren die Autos, das fand ich auch ganz nett. Außerdem wird das Ganze mit einem stattlichen Soundtrack unterlegt, das fand ich noch ziemlich gut. Ich glaube, das gab es beim Original nicht. Das Original ist außerdem ein Grindhouse-Film und da darf man jetzt nicht so das Großartige erwarten, aber trotzdem ist das Original immer noch sehr gut, also ich würde sagen so 9 von 10 Sterne-Film, nur dass er Überlänge hat mir nicht so gefallen. Aber dieser Film hier merzt die ganzen Fehler aus und es ist doch wirklich stattlich, sehr brutal. Ein sehr gutes Setting übrigens, das ist ja ein Highway, das Ganze wirkt sehr trocken, sehr heiß, sehr drückend und es passt zu diesem Killer einfach unglaublich gut. Und mehr kann ich zu diesem Film eigentlich nicht sagen, also ich finde, das ist ein sehr gutes Remake, was die Fehler vom Original ausmerzt. Und deswegen solltet ihr euch es mal anschauen. Ich habe ja hier das Steelbook, was einfach unglaublich gut aussieht, auch hier mit dem Blut. Hat eine FSK 18 Freigabe, das bestätigt diese brutale Gangart. Aber dieses Steelbook sieht wirklich unglaublich gut aus. Ist auch ein 2-Disc-Set, also noch mit einer Menge Bonusmaterial. Das sieht man auch hier hinten, das Bonus. Making-of, dann noch etwas über die Effekte. Dann noch über das Setting, glaube ich, wie sie die Autos explodieren haben lassen und dann noch Deleted Scenes, Breaking News. Ich habe die Extras gesehen und die waren auch ziemlich gut. Also da wird wirklich alles beleuchtet im Making-of und wie diese ganzen Effekte gemacht wurden, wird alles beleuchtet, wirklich sehr gut. Das Bonus solltet ihr euch auch mal anschauen und das ist wahrscheinlich die beste Veröffentlichung in Deutschland, dieses Steelbook, das 2-Disc-Steelbook. Es gibt noch ein 1-Disc-Steelbook, falls ihr keinen Bonus haben wollt, dann holt euch die normale Keepcase. Ihr müsst nur darauf achten, dass ihr die FSK 18 Version bekommt, dann ist das Ganze ungeschnitten. Und deswegen empfehle ich euch diesen Film, also es ist wirklich ein unglaublich gutes
Remake. Schaut es euch mal an, ist wirklich sehr spannend. Hat einige Schockmomente zu bieten. Sehr actiongeladen, sehr brutal, sehr guter Killer. Gerade wegen Sean Bean, schaut euch diesen Film an und schaut euch vorher natürlich das Original an. Das war's von mir. Bis nächste Woche. Bye.